Ja. Oh, das schockiert jetzt den Prinz. Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute analysiere und kommentiere ich die Folge Nummer 2 von Prince Charming. Und heute gibt es das erste Einzeldate. Und natürlich auch das erste Gruppendate. Und falls ihr den Kanal hier noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das natürlich sehr gerne tun. Und wenn ihr die ganze Folge nochmal schauen möchtet, dann gibt es den Link zu RTL Plus in der Infobox. Boah, und übrigens ist mir in der letzten Folge ein Fehler passiert. Und zwar habe ich irgendwie am Ende voll vercheckt, dass noch zwei weitere Menschen gegangen sind. Und zwar einmal Nico, den ich mega sympathisch fand und dann völlig irritiert war, als ich gecheckt habe, dass er auch gegangen ist. Und auch Thomas musste gehen. Und es tut mir total leid, dass ich das nicht mit reingebracht habe. Deswegen an dieser Stelle Scusi. Die sind jetzt auch leider weg. Naja, machen wir weiter mit der heutigen Folge, denn heute wird auf alle Fälle eine Person bei mir persönlich einen ganz anderen Eindruck hinterlassen, als sie es in der letzten Folge getan hat. Wir starten aber direkt rein. Guten Morgen! Guten Morgen. Er trinkt doch direkt mal einen Schluck Kaffee, Leute. So, wer macht Lach-Yoga mit? Ich! Ja. Ich habe davon schon mal gehört, ich habe es noch nie gemacht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Lach-Yoga gemacht habt. Ja, und wer moderiert es? Der Astromann Philipp, ist ja klaro. Ich würde sagen, ich mache da jetzt einfach mal mit. Ihr könnt ja auch mitmachen. We just do it. Schließen einmal die Augen alle mal. Atmen alle tief durch die Nase ein. Und nochmal aus. Beim nächsten Einatmen, alle tief einatmen. Beim Ausatmen machen wir ein glückliches Ha. Und nochmal tief einatmen. Und ein fröhliches Hi. Hi. Und das letzte Mal tief einatmen. Und Scheiße, Leute, das wirkt wirklich. Zumindest bei mir. Devi, was machst du eigentlich beruflich? Habe ich was verpasst? Ich lieb's. Ich glaube, wenn man nicht mitmacht, ist es eine weirde Situation. Dachte ich mir so, wo bin ich jetzt gelandet? Ja, das denke ich mir tagtäglich. Okay. Wow. Ich muss ja sagen, ich bin für so einen Scheiß ja immer offen, ne? Und es tut doch keinem weh. Es ist einfach halt nur weird. Frühstück ist mir wichtiger. Sorry, not sorry. Ich könnte mir vorstellen, dass Johnny danach vielleicht so eine Kochshow oder so starten möchte. Irgendwas mit Essen. Und dass er deswegen diese Essensverbindung immer so aufbaut. This would be clever. Ich finde den ersten Morgen in der Villa wirklich richtig, richtig cool. Das ist wie so eine große, schwule Klassenfahrt. Ne? Ich kenne das überhaupt nicht mit so vielen Männern. Ach, das macht ja auch irgendwie Spaß, finde ich. In der ersten Folge fand ich es ja so ein bisschen unangenehm, dass sie da so über die Optik hergezogen haben. Und eine Person ist schon in der ersten Folge in diesem Bereich besonders herausgestochen. Richtig, der mit dem Sonnenbrand. Und auch in dieser Folge gibt es scheinbar wieder einiges zu belästern, möchte ich fast sagen. Jetzt mal mein Gruppendate kommen wollen würde. Und ich nicht gewählt werde, dann wäre ich gleich ein bisschen zickig. Was sag ich denn? Meinst du? Ja. Ja. Weil ich das unfair finden würde. Spaß. Ja, das meint er natürlich nur aus Spaß, aber in jedem Spaß ist auch so ein klitzekleiner Ernst, ne? Also das geht so nicht, das geht so nicht. Aber tatsächlich, also wenn es ein Gruppendate gibt und wir sind da dabei, hoffe ich wirklich, also wenn eine Person nicht dabei sein sollte, wäre es Markus. Der ist immer noch richtig doll rot, ne? Aber wenigstens hat er jetzt ein T-Shirt an, der Marvin. Bei Markus ist so, er ist von seinem, was er sagt, so von überzeugt, dass er hat auch nicht gemerkt, dass er gestern over the top war. Ich führe dich an die Bar. Oh, sehr nett, vielen Dank. Okay, halten wir fest, Markus ist scheinbar der Antagonist, also die unbeliebte Person in der Gruppe oder die Person in der Gruppe, die nicht so dazugehört für einige Menschen oder über die halt schlecht geredet wird. Einfach. Im Endeffekt finde ich es auch mutig, aber es Frira, den finde ich so sympathisch. Guck mal, der beleuchtet auch beide Seiten. Es war, natürlich war das auch unangenehm. Ich fand es auch unangenehm und ich hätte es auch dort unangenehm gefunden. Aber ich müsste mich jetzt nicht nur 5 Tage darüber unterhalten, dass das so peinlich war. Weil es war, ich weiß nicht, ob es peinlich war, es war unangenehm. Aber es war auch mutig auf der anderen Seite, weil scheinbar ist es ihm nicht so wichtig, was die Gruppe denkt. Und das ist auch schon krass, sich so dagegen zu stellen, weil der ist ja die meiste Zeit mit den Menschen zusammen in einem Haus, so. Aber er hat sich dazu entschlossen, dass es ihm nicht so wichtig ist, sondern eher wichtiger
irgendwie beim Prinzen einen Druck zu hinterlassen. Und natürlich muss man diesen Schritt auch erstmal wagen und auch ein gewisses Setting haben im Kopf, damit das so stattfinden kann. Aber ich würde ihn jetzt nicht komplett canceln oder so deswegen. Er macht sich keine Freunde mit so einem Verhalten. Nee, aber vielleicht will er das auch nicht, ne? Nee, aber ohne Witz, Leute, ich finde, er ist a fucking door, bitch. Ich glaube, Marvin ist einfach halt nur da, um zu provozieren. Und das finde ich in der Tat mindestens genauso unangenehm. Das ist halt so ein Typ, der ist nämlich richtig. Ich finde, er ist unauthentisch. Hey, also man kann Markus' Verhalten an diesem Tag, an diesem Abend unangenehm empfinden, aber ich finde nicht, dass er unauthentisch ist. Ich finde es eigentlich relativ authentisch, das so zu machen, wenn er das so empfindet. Vielleicht halten sich andere auch zurück, obwohl sie sowas machen würden, einfach um anderen nicht auf die Füße zu treten. Und das ist eigentlich weniger authentisch. Wisst ihr, was ich meine? Das Lustige ist ja, dass Markus sich überhaupt nicht darum schert, was die anderen denken. Das ist irgendwie schon ein bisschen funny auch. Wie hast du denn geschlafen? Ich glaube gar nicht. Gar nicht? Nee. Ja, mir geht gerade eigentlich hauptsächlich Fabian durch den Kopf. Hat es einen Sinn? Könnte das passen? Ich meine, ich kann damit schon umgehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell einfach catcht. Der denkt wirklich nur an Fabian und ich glaube ihm das irgendwie auch, ne? Vielleicht hat er einfach nicht so die Social Skills unter den anderen Männern, aber ich unterstelle ihm jetzt erstmal überhaupt keine böse Intention. Ich hoffe, dass du jetzt nicht zu verkopft daran gehst. Nee, ich muss auch erstmal schauen, wie er so ein bisschen reagiert, weil ich will ihn nicht wieder überrumpeln. Ich bin auch jemand, ich verlange einfach auch viel von meinem Partner. Und dass ich direkt auf ihn zugegangen bin, bereue ich nicht, muss ich sagen, weil das einfach ich bin. Ich glaube, dass Markus einfach eine sehr extreme Persönlichkeit hat, also dass er vielleicht in vielen Dingen, wie er schon sagt, sehr extrem denkt. Aber ich finde, dass er da sehr selbstreflektiert rangeht. Er nimmt es so an als Eigenschaft von sich und geht damit auch einfach ganz offen um. Also er spielt jetzt niemandem irgendwas vor, sondern sagt, er ist so und so und entweder man möchte das halt oder nicht. Und er sagt selber, ich weiß nicht, ob das passt. Also so gesehen finde ich ihn eigentlich schon relativ authentisch. Ja, ob man das halt mag oder nicht, ist, denke ich, dann einfach Gusto-Sache. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihm das auch alles sehr bewusst ist. So wie er auch auftritt und wie er auch auf andere wirkt, kann ich mir schon vorstellen, dass er das weiß. Dann würde ich auch sagen, du, irgendwie, es gibt hier wunderschöne 18 andere Männer, dann soll es halt nicht sein, ne? Bin auch jemand, ich fahre auf der Autobahn 330, so schnell wie das Auto herkam, zack. Für mich gibt es immer nur 120% oder nicht. Also für mich wäre es nichts. Ich würde wahrscheinlich vor Angst sterben, wenn ich Beifahrerin wäre, weil ich einfach komplett durchdrehen würde bei 330 Sachen auf der Autobahn. Aber gut, er sagt, wie es ist. Und man kann sich aussuchen, möchte man das oder nicht. Also ich glaube, von Dennis können wir noch sehr viel erwarten. Der wird uns eine Show geben, Leute. I feel it. Leon, Joel, Manuel, Dennis, ich. Philippe, oh. Euch lade ich dazu ein, mit mir durch die Wellen zu reiten. Oh. Erstes Gruppendate, Leute. Mal so, Final Five. Joel freut sich mit Leib und Seele. Hi. Hi. Wir starten den Tag direkt am Meer. Cool. Und mit viel Abenteuer und auch Sportlichkeit. Wir werden nämlich Kajak fahren. Könnte schlechter sein, finde ich. Es gibt ein Rätsel. Oh Gott. Seid ihr bereit? Ja, Rätsel. Helmut Kohl hat einen kurzen. Arnold Schwarzenegger hat einen langen. Der Papst benutzt ihn selten. Und Madonna hat gar keinen. Ein Nachnamen. Sehr gut. Oh, mega, Dennis. Ja. Dann darf ich dich zu mir bitten. Das kam, also entweder haben die das so schnell hintereinander geschnitten oder Dennis wusste das. Also kann mir doch keiner erzählen, dass er keine Millisekunde darüber nachdenken musste, dass hier die Lösung Nachname ist. Ich weiß auf alle Fälle, woran die meisten erwachsenen Menschen gedacht haben. Ich ja auf gar keinen Fall. Ich wusste direkt, dass es der Nachname ist, natürlich. Was du noch hier? Will ich mal mitmachen. Ja. Boah, endlich cremen die sich ein, ne? Ich dachte schon, der Moment kommt gar nicht mehr. Wenn ich jetzt auch so diese Arme und so sehe, die sind ja alle schon wieder so leicht rot, rötlich. Cremt euch ein, Männers. Alle, ihr auch. Ich habe den besten Blick erwischt auf jeden Fall. Ja, das möchte ich jetzt jeden Morgen sehen, wie alle sich gegenseitig den Rücken eincremen und die Schultern. Danke. Drunken Sailor, what can we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? Early in the morning. Hammer. Musst du gewinnen? Ich muss immer gewinnen, ey.
Nicht immer. Aber ich bin schon sehr kompetitiv. Ich persönlich verliere auch sehr ungern. Vor allem in Spielen, in denen ich überzeugt bin, dass ich die gut kann, wie zum Beispiel Cluedo. Da habe ich in der Brettspielversion tatsächlich noch nie verloren. Aber ich habe mir irgendwann mal, habe ich mir für meine Spielekonsole, die ich habe, voll der Ausflug hier, habe ich mir mal Cluedo runtergeladen. Und das spiele ich dann im Winter immer mit anderen Menschen aus der ganzen Welt. Und die sind da auch so nerdig wie ich. Und deswegen habe ich da noch nie gewonnen. Ich habe einfach immer verloren, weil die alle so gut sind. Und da habe ich gelernt, wie es ist, immer die Verliererin zu sein. Ja, da kam ein Moment, wo wir mit den Booten zusammenkamen und leicht unsere Hand sich berührt hat. Das fand ich schon ganz süß, ja. Ja, es fängt an, dass ich Farbe immer ein bisschen mehr mag. Ja, ich glaube auch zwischen den beiden, da wird noch was gehen. Ich hab's im Gefühl. Schalten wir mal kurz zurück in die Villa. Warst du auch am Anfang, bevor du dich so dazu gestanden hast, warst du auch so homophob? Nee, aber ich war so ich einfach schon, mega ruhig. Muss ich auch echt sagen. Also ich war von Schwulen angeekelt, bevor ich selber, also einfach nur, weil ich das an mir selber eklig fand. Daran, und das ist tatsächlich super oft so, und daran erkennt man auch, wie hoch der Leidensdruck ist, dass man so eine krasse Ablehnung gegen sich selbst hat, dass man das hasst und so eine Abneigung eigentlich dagegen entwickelt, die eigentlich auf was ganz anderes zurückzuführen ist. Also ich habe mich ja von meiner Mama jetzt erst kurz vor der Abreise geoutet. Mama hat schon ein bisschen böse reagiert. Sie hat gesagt, dass sie sich jetzt für mich schämt, dass sie es niemandem erzählen soll, ein Geheimnis draus machen soll. Und solche Coming-outs gibt es eben auch, haben und davor haben queere Menschen dann auch immer Angst. Ne? Also dass man eben auf eine nicht so positive Reaktion stößt, weil es ist eben auch immer noch möglich, dass die passiert. Hallo Milo. Um Hausi. Ich glaube auch, dass das keine Person nachvollziehen kann, die noch nie in dieser Situation gewesen ist. Einfach weil diese Ängste, die dadurch lebt werden, schon intens sein können. Keine Coming-out-Story gleich der anderen. Und deswegen ist es total krass, dass er das so vor der Abreise gemacht hat. Und ich hoffe und wünsche ihm einfach, dass sie das akzeptieren kann und auch ihn damit akzeptieren kann. Das wünsche ich ihm ganz doll. Also ich war da schon sehr, sehr, warum ich? Vor allem, wenn ich in so einer konservativen, christlichen Familie aufwächst. So, das Leben drückt halt immer einen rein. So im Umfeld wirst du gemobbt, in der Schule wirst du gemobbt, zu Hause läuft es nicht. So, und dann, warum ich? Warum muss ich diesen ganzen Kack ertragen? Ich finde es auch mega stark von ihm, dass er sich im Fernsehen so öffnet und das einfach so offen teilt. Das hilft, denke ich, sehr vielen, die genau in der gleichen Situation vielleicht stecken oder gesteckt haben. Ja, ich wollte es selber damals nicht wahrhaben und deswegen war das so, oh. Ja. Aber jetzt zum Glück ist es für mich so, boah, ich will gar nicht anders. Ja. Deswegen bin ich immer over the top, weil ich mir denke so, ich muss, weil ich selber für mich sage, ich konnte das mein ganzes Leben lang bis jetzt nicht machen. Ja, und jetzt umso mehr, ne? Ja. Und das ist es eben, man sucht sich das ja nicht aus, in wen man sich verliebt oder welche Sexualität man hat. Man sucht sich das nicht aus, es ist halt einfach so. Und das ist was komplett Normales. Und nur weil wir unsere Strukturen so heteronormativ aufgebaut haben, ist es für manche Leute nicht normal oder besonders. Und deswegen gibt es die Community, damit man sich gegenseitig supporten kann. Und das ist so krass eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt, wie benachteiligt man nur dadurch ist, wen man liebt. Ich konnte das mein ganzes Leben lang bis jetzt nicht machen. Ja, und jetzt umso mehr. Ne? Ja. Verstecken macht keinen Spaß. So, deswegen, also so offen und frei zu sein von allem, ist es einfach toll. Und genau das ist der Grund, warum es keine CSDs für Heteros gibt. Genau that's the fucking point. Würde ich sagen, stoßen wir mal an. Yes. Ja, Santé. So, Santé. Cheers. Ja, woher kommst du eigentlich? Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ist das in Belgien, ist immer irgendwie im Raum gestanden und dann nochmal. Ich habe viel gewohnt überall, aber meine Wurzeln kommen aus Belgien. Also die Eltern kommen aus Belgien, schätze ich mal. Ich habe da ein holistisches Zentrum aufgemacht. Ein buddhistisches, ne? Ganzheitliche Gesundheit, Körper, Geist und Seele. Ha. Wie bist du dazu gekommen? Lange, lange Reise, innere Reisen, tiefe Reisen. Also mentale Reisen oder wirklich warst du physisch reisen? Beides, mental, physisch. Mhm. Du gehst in Tiefen rein, Ängste rein, Schmerzen rein. Wow. Du löst Schicht für Schicht ein. Okay, und das machst du jetzt mit anderen? Ich finde, Philippe wirkt immer so ein bisschen dauerbekifft, was ich sehr sympathisch finde. So super tiefenentspannt und so. Ich lieb's. Wir haben Sport im Pool gemacht. Wir haben die Seesterne beritten. Ich kann Kühe reiten, das muss man ja mal erwähnen. Was kannst du? Kühe reiten.
Kühe. Ich komme krass vom Dorf. Also ich kann alles, kann letztendlich alles Mögliche reiten, wenn du willst. Okay. Ja, Leon ist auch für keine Überraschung zu schade. Hat er nicht gesagt. War erstmal sprachlos. Finde aber, Leon und der Prinz passen dann humortechnisch schon ganz gut zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Samen-Witznummer die letzte Folge erinnert. Ich glaube, ich habe genug Samen für meine Reise mitgebracht. Ich finde, das war ein ähnliches Level. Den möchte ich jetzt auch einladen zum Einzeldate. Oh. Das ist der Leon. Oh. Oh, ich bin gespannt. Hast du Lust? Sehr gerne, selbstverständlich. Leon hat auch krass schöne Augen, ne? Ich wollte alles hören. Ich hatte einen guten Tag, sagen wir es mal. Leute, cremt euch doch bitte mit Sonnencreme ein. Ihr seid knallerot alle, das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Der hat einen Körper. Ach du Scheiße. Okay, haben Sie auch noch andere Sachen zu erzählen, außer die Optik des Prinzen? Als wir gestern über Bubis geredet haben, der hat die größten von uns auf jeden Fall. Der kann ein ganzes Land damit ernähren. Also ich wusste gar nicht, dass das a thing ist mit Brüsten, aber wieder was dazugelernt bei Männern. Danke. Kommen wir zum ersten Einzeldate und ich schwöre euch, es ist das gleiche wie bei Laura und Hannah von Princess Charming. Ich meine, die sind ja auch in den gleichen Villen. Ne? Ich habe schon Lust auf Fabian. Guck mal, der Leon ist ganz schön nervös. Was gibt's so für Sachen, die du für dich sagst, das ist mein Ding und dafür lebe ich, das ist meine Leidenschaft? Also mich fasziniert einfach Neues im Allgemeinen. So. Also neue Erfahrungen machen, neue Leute kennenlernen, neue Sprachen, Historie, Geschichte. Ich liebe Geschichte, römische Mythologie oder ähnliches. Ich finde sowas unglaublich spannend. Ich habe das Gefühl, dass viele Schwule griechische Mythologie mögen. Und wenn sie was kennen, dann das, wenn es Historie angeht. So. Ja, ist ja auch sehr ästhetisch auf jeden Fall, was sie da gemacht haben. Oder es sieht einfach gut aus. Leon hat auch eine richtig doll schöne Stimme. Ne? Also in der letzten Folge, muss ich sagen, fand ich den so ein bisschen unangenehm, weil er mit Marvin so rumgelästert hat und gesagt hat, dass es der Favorite Part von Prince Charming. Ich hoffe, es ist nicht der Favorite Part jetzt mehr von Prince Charming für ihn. Ich glaube, ich habe einfach noch nicht sonderlich viel schwul gedatet. Ich glaube, ich hatte 2 Dates im Allgemeinen. Ja. Oh, das schockiert jetzt den Prince. Okay. Ich treffe mich wirklich unglaublich selten mit ihm. Okay, also überrascht mich jetzt gerade so ein bisschen. Ja, ich bin ein bisschen durcheinander, wie ich Leon einordnen kann. Aber dann, also es würde es auch Konsequenz sein, dass du dann auch noch keine Beziehungserfahrung hast. Ja, nee, ich habe noch nie eine Beziehung gehabt. Okay. Ja, aber der Gute ist ja auch erst 22. 22 ist einfach noch super jung. Nur du hast also am Schluss, du hast ja jetzt, glaube ich, 2 Menschen deinem Leben ermöglicht, überhaupt eine Chance daran zu kriegen. Das klingt dir so ein bisschen bindungsscheu eigentlich am Ende, oder? Mensch, der ist 22 Jahre alt. Ich wiederhole mich. Gar nicht bindungsscheu. Du sprichst jetzt hier auch mit dem Richtigen. Also ich will dich jetzt nicht kreuzverhören. Ich meine, ich hatte jetzt auch total lange keinen Freund. Ja, das stimmt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Leon vielleicht auch zu wählerisch ist, über so viel lange Zeit irgendwie nur 2 Personen an sich ranzulassen, finde ich sehr außergewöhnlich. Naja, also so wie ich das verstanden habe, hat Leon sein ganzes Leben lang in einem sehr kleinen Dorf mit 80 Einwohnern gelebt und ist dann zum Studieren nach Maastricht gezogen. Und dass man da jetzt mit 22 noch nicht die massivsten Erfahrungen hat, ist, finde ich, relativ logisch. Ich bin schwieriger zu überzeugen und es braucht halt ein bisschen mehr als vielleicht beim Otto Normalverbraucher. Ich brauche halt keinen Typen, der mir dann einen vorheult, wie seine Uni heute war. Ja, und wenn er darauf keinen Bock hat und dann aber nur von Studierenden umgeben ist, ist ja irgendwie klar, dass da jetzt nichts Großartiges läuft. Ne? Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich auch gar nicht irgendwie verwerflich, dass er das jetzt so macht. Warum auch nicht? So, wenn du noch in die Zukunft blickst, was brauchst du jetzt, um dich zu verlieben? Ja, ich finde deine Frage gut. Da will ich gar nicht so drauf kommen. Ich finde die Fragen auch cool, aber sie wirkt für mich trotzdem ein bisschen wie so ein Verhör, weil Leon nichts zurückfragt, sondern weil nur Leon gefragt wird. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen am Schnitt. We don't know. Ich möchte eine Beziehung, mit der ich mich selber weiterentwickeln kann. Das heißt, jemanden, der vielleicht ein bisschen erfahrener ist, der Erfahrungen im Leben halt gemacht hat, die ich so noch nicht kenne und mich dann da vielleicht so einfühlen kann.
Na, das wird ja dann zum Prinz passen. Attraktiv bei Leon finde ich auf jeden Fall, dass er so eine tolle Ausstrahlung hat und so viele Sachen in seinem Leben schon tut und das auch mit Leidenschaft verfolgt. Ich fand das richtig cute und ich muss auch sagen, ich habe jetzt einen ganz anderen Eindruck von Leon, als ich zuvor hatte. Und das finde ich sehr schön, aber ich finde, der Prinz, also der hat irgendwie sehr wenig von sich selber preisgegeben. Und es geht ja jetzt auch nicht nur darum, dass alle den Prinz kennenlernen, sondern auch, dass die Kandidaten den Prinz kennenlernen, also auch andersrum. Das soll ja eine beidseitige Sache sein. Vielen Dank für den schönen Abend. Ich habe mich sehr gefreut. Hab mich auch gefreut. Ja, dann ab zurück in die Villa, ne? Walk of shame. Walk of shame. Ich schäme mich für gar nichts. Richtig so. Leon, Schatz, du hast da noch was. Wir haben wirklich einfach durcherzählt. Oh, ich finde, das hat der Leon wirklich gut gemacht. Auch, dass er da jetzt so locker drüber erzählt und so. Das finde ich super. Es war wirklich eine bin stolz auf dich. Nice Unterhaltung so. Und wir teilen halt krass unsere Vorstellungen, glaube ich, was Beziehungen angeht. Hast du toll gemacht. Ja, was jetzt? Und guck mal, da kuscheln die schon. Nächster Morgen, Leute. Halt, stopp! Ich sag alles Fabian! Hört auf rumzulutschen! Wer ist denn da unter der Decke? Also Philipp bestimmt. Und Dennis, okay. Räuchern die da gerade aus? Kann dem ganzen Ding hier nicht schaden. Hier ist doch die Gentleman's Night, Emma. Erstmal für die Gentleman's Night hier. Ich tolle Seite von der anderen Seite. Hier vorne reinigen. Also die zwei, finde ich, haben sich gesucht und gefunden. Ich finde, es matcht komplett. Beide einfach glückselig. Und jetzt räuchern sie alles aus. Alles drin. Geile. Geile. Die zwei, ne? Ich kann nicht mehr. Mega. Ich dachte, vorher komme ich heute Abend so runter. Ah. Also ich schippe Dennis und Philippe. So. Hallo. Der Prinz ist nun auch angekommen in der Villa. Ich freue mich sehr. Ich lasse dich in Ruhe, ich gehe weiter essen, du kannst gerne dazu kommen. Du gehst essen. Es ist jetzt ein Ding geworden mit Johnny und Essen, ne? Was ist denn jetzt dein Plan? Bleibst du jetzt hier oder? Für heute Nacht? Hat noch jemand Platz im Bett oder? Immer. Joel, du schläfst heute auf dem Boden. Aber du kannst meine Ovo-Packs haben. Du kannst meinen Mund stopfen, dann schnarch ich nicht. Wow, Leute! Wow! Die sind schon richtig heavy unterwegs. Okay, Baby! Okay. Nein, der Prinz wird jetzt lustig, alle anderen auch. Also, all good. Es ist ein sehr versauter Humor auf alle Fälle. Wer ist tätowiert? What? Also wir beide haben auch noch ein bisschen was verdeckt, aber das können wir dir ja dann zu einem anderen Zeitpunkt mal zeigen. Ja, könntest du mir auch gleich im Schlafzimmer zeigen. Kann ich auch machen. Da wäre ich dabei. Gut, dann los. Okay. Ja, direkt das Ruder in die Hand nehmen, ne? Läuft. Okay, soll ich dir zeigen? Ja, yes, zeig. Der zieht jetzt die Hose aus. Ich hoffe, hast du frische Unterhose an. Ja, die ist frisch. Okay, aber nur die eine Hose. Ist dein Körper tatsächlich? Ach, hast du mal schnell gestern... Ist meiner. Ist deiner? Ist meiner, ja. Ach so, okay. Fand ich schon mal sehr attraktiv. Oh, die beiden habe ich vorher nicht gesehen, aber jetzt geht was. Schöne Augen hast du. Ja, ich wollte dich nämlich noch ansprechen auf deine Augen. Warum? Weil mir die am ersten Abend so krass aufgefallen sind, weil die so stark... Ich weiß, ist es dunkelbraun oder schwarz. Sie sind was schwarz. Ich muss auch sagen, dass ich den Prinz bisher jetzt doch sehr angenehm empfinde. Ich kann jetzt gar nicht mehr weitersprechen. Weil er sich jetzt nicht so in den Vordergrund spielt. Also ich finde es total angenehm, wie er mit den Kandidaten umgeht, muss ich ehrlich sagen. So sehr, weiß ich nicht, empathisch, finde ich. Der will knutschen, ich sag's euch. Heute in der Happy Hour, nee, ich glaube irgendwie nicht, dass er den ersten Kuss in der Happy Hour verschenkt. Glaube ich nicht.
Es wäre ein toller Kussmoment gewesen und ich glaube, da waren auch gewisse Vibes in der Luft. Aber ich möchte es noch ein bisschen aufsparen. Ich möchte noch besser kennenlernen, bevor es dazu kommt. Okay. Das wird das nächste Mal passieren, zu 100%. Der strahlt halt einfach so eine Aura aus, dass ich halt wirklich selbst so unsicher werde. Und das habe ich nie. Und dann zudem, er ist ultra humorvoll und er ist halt auch irgendwie so cool. Und dann, das macht halt irgendwie... Ich brauche ein paar Schlückchen. Ja, hier merkt man auch krass, wie der Prinz einfach glorifiziert wird. Also sie kennen ihn ja eigentlich noch gar nicht. Können sich da jetzt gegenseitig natürlich hochhypen, aber ja. Heute bin ich so aufgeregt gewesen, nicht so, weil eben das Gruppendate war und die waren alle so euphorisch, die kamen so zurück. Boah, der Fabian, der sieht schon gut aus auf dem Nonnen. Und wir waren alle so frustriert, wir so, oh, komm. Oh, ja. Vielleicht muss ich mich euch mal oben ohne zeigen. Ja, zeigt euch doch alle oben. Ja, wir müssen mal hier ein bisschen Poolparty machen. Guck mal. Ja, vielleicht sollten wir mal eine Poolparty machen. Das du ladst mich ein. Ich weiß nicht, hast du einen Pool? Ich habe auch einen Pool, ja. Das wäre eigentlich auch gut, den vielleicht mal zu zweit einzumachen. Genau, das wäre was. Das fände ich ein bisschen besser sogar. Okay. Ja. Also ich schaue mal, was sich arrangieren lässt. Guck mal, der Tim ist clever, wirklich. Ne? Der ist sehr charmant und der weiß, wie er das Gespräch einleiten muss, um dahin zu kommen, wo er hin will. Also sozial ist er sehr intelligent. Also ich bin eigentlich gar nicht mehr aus dem Grinsen rausgekommen. Also er hat schon ein bisschen was in mir entfacht. Ja, da sind wir doch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Hey, lauter! So, endlich geht die Party los, ne? So, und jetzt gibt es noch mal ein Abschlussgespräch vor der Entscheidung. Music. Ich würde mir noch ganz gerne noch Leute schnappen. Dich würde ich mir gerne schnappen. Basti würde ich mir gerne schnappen. Ja. Und Markus. Ja, da will ich auch noch rein. Ja, du kannst auch noch mit rein. So. Lassen wir uns jetzt mal sagen. Ich komme auch noch mal mit rein. So, zwei haben sich noch mit dazu gesneakt. Mein erster Eindruck ist tatsächlich immer noch so ein ungelöstes Fragezeichen. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich fand unseren Start ein bisschen speziell. Ja. Seht ihr, ich glaube, der Markus ist sehr reflektiert. Ich glaube, der checkt schon, was abgeht. Das, glaube ich, fanden wir alle ein bisschen speziell. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe dich ein bisschen überrumpelt. Ja, ich war überrumpelt auf jeden Fall. Ich fand es ganz frech. Also, wie wärst du so auch in einer Beziehung? Also, gibt's ja. Okay, muss ich mich dann darauf einstellen, dass du mich da immer wegziehst? Wenn ich da gerade Bock drauf habe, ja, mach ich. Okay. Ja. Also weil wenn ich jetzt ja gerne mit den Jungs tanzen würde oder so und du jetzt campst und mich da wegziehst, das glaube ich... Bis zu einem gewissen Flirty-Level toleriere ich das auf jeden Fall. Okay. Ja. Irgendwo sage ich dann Stopp, ist meiner. Ich habe so ein bisschen bei Markus das Gefühl, dass da zwei Alpha-Männchen zu sehr aneinander sind. Also ich glaube, dass wir da ähnlich ticken, aber er, glaube ich, sogar noch ein bisschen dominanter ist und auch eifersüchtiger als ich. Ein Hallo aus dem Schnitt. So sehe ich aus, wenn ich schneide. Ich wollte noch kurz was zum Thema Alpha-Männchen sagen. Ich bin mir sicher, dass der Prinz das nicht so gemeint hat. Und generell ist es bei uns allen so, dass uns ab und zu mal sowas rausrutscht. Aber ich bin ja dafür da, um manchmal zu nerven, ne? Beziehungsweise über das Wort ein bisschen aufzuklären. Weil Alpha-Männchen ist halt eigentlich der Inbegriff toxischer Männlichkeit. Also allein schon, dass wir Männchen oder Männer bewerten nach Alpha, also ne, bewerten nach System, was an erster Stelle steht. Alpha-Männchen sind ja definitionsgemäß Männchen, die sich durchsetzen können, Führungsqualitäten haben und dominant sind. Und wir wissen alle, was gemeint ist, aber trotzdem finde ich den Begriff ziemlich schwierig, weil wir natürlich dann Männer wieder anhand von Kategorien einteilen. Also an erster Stelle stehen auf alle Fälle die Männer, die stereotypische männliche Attribute haben, die auch sehr leicht toxisch werden können. Also Alpha-Männchen ist auch teilweise negativ konnotiert, aber trotzdem ist es Alpha, also an erster Stelle. Das heißt, je toxischer ein Mann ist, desto weiter oben steht er. Und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wie gesagt, ihr wisst ja, mir ist Sprache total wichtig. Und deswegen sage ich das, weil das in unseren Köpfen was macht und Sprache wird Realität. Und deswegen sage ich das hier nicht, weil ich irgendjemand bloßstellen will. Bei Markus glaube ich, dass bei vielen so die Alarmglocke losgeht mit hier, er will die Person wegziehen. Und ich verstehe das total, weil das so ein bisschen dieses Eifersuchtsding ist und dieses, er gehört mir und das ist irgendwie sehr besitzergreifend. Ich kann mir vorstellen, dass der Prinz das gar nicht so geil findet, aber dass das irgendwie auch spannend findet. Ich glaube, man sollte niemals jemanden irgendwo rausziehen müssen oder wegziehen müssen und übergriffig handeln müssen. So, das ist, glaube ich, dann nicht so geil. Es erinnert mich krass an 50 Shades of Grey. Und wir wissen alle, wie problematisch dieser Film war. Naja, ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt dazu. Also ich kann jetzt mal meine Philosophie sagen. Es ist, ich würde jetzt erstmal
Vertrauen auch vorschießen und schenken und dann lange Leine lassen, wenn man das so sagen kann. Aber natürlich... Wie lang muss denn die Leine sein? Ja, das muss man ein bisschen austesten. Und das finde ich jetzt schon auch eine wichtige Sache, wie das die anderen so fühlen, weil das ist immer, das ist voll die Definitionssache und mega individuell. Bist du schon eher gern monogam unterwegs? Ja, also ich finde es schon, also am Anfang, um die Beziehung ernst zu nehmen, gehört für mich Monogamie dazu. Was dann ist, nach einer gewissen Zeit, das finde ich auch schön im Schwul sein, dass zumindest man drüber sprechen kann und mal Bedürfnisse äußern kann. Aber halt als Team. Aber als Team ist entscheidend. Also ich hoffe doch auch sehr, dass man auch in Hetero-Beziehungen Bedürfnisse äußern darf und kann. Ich glaube, was er jetzt meint, ist, dass da halt die Sexualität generell schon mal hinterfragt wurde und dass man dann so ein bisschen offener ist, vielleicht auch automatisch für andere Beziehungskonzepte, die jetzt nicht so typisch sind in der aktuellen Welt, in der wir leben. Aber ich sag mal so, es ist generell nie verkehrt, sich das vorher mal zu welche Art von Beziehung man führen möchte und wozu man offen ist und wozu vielleicht auch nicht, wo die Grenzen für einen sind. Jetzt kein Partner, der mit anderen Leuten rumknutscht, finde ich irgendwie komisch. Okay. Ja. Ja, also für sich selber findet er das wahrscheinlich dann nicht so seinen Stil, aber generell finde ich das so zu bewerten, als wäre das was Komisches, ist natürlich auch die heteronormative monogame Welt, in der wir groß werden, aber für manche Leute ist das überhaupt nichts Komisches, sondern was komplett, ja, Normales, ja. Alexander, bitte. So, wir kommen jetzt auch schon zur Entscheidung und da machen wir es ziemlich fix, denn ich glaube, diese Bemerkung und auch generell hat Alexander so ein bisschen den Platz gekostet. Ich spüre leider keine tiefere Verbindung zu dir. Ich muss dir leider die Krawatte abnehmen. So, und dieses Mal schneide ich auch ein paar Leute rein, die die Krawatte behalten dürfen. Zum Beispiel Joel. Lassen. Sehr gerne. Bis zum Einzeldate. Und das fand ich einfach so mega gut. Kann ich null einschätzen, ob ich die Krawatte behalten kann oder nicht. Da bin ich jetzt tatsächlich auch sehr gespannt. Markus, deine Einstellung zum Thema Eifersucht hat mich getriggert. Und ich würde es gerne ein bisschen vertiefen. Entweder er findet ihn super spannend oder die Produktion sagt, der muss drin bleiben, weil sonst haben wir keinen Antagonisten mehr. Eins von beidem auf alle Fälle. Vielleicht auch beides. Ich habe übrigens letztens gehört, dass man Trigger nicht mehr so inflationär benutzen soll. Ich habe das leider auch sehr häufig verwendet. Man soll lieber sagen, das berührt mich, das wühlt mich auf, das macht mich sauer, das, keine Ahnung, bringt mich hoch. Weil Triggern wirklich ein psychologischer Begriff ist, der, wenn der inflationär für alles Mögliche benutzt wird, was einen einfach nur aufbringt oder ja, bewegt, dann wird halt dieses Triggering, was eigentlich für Traumata steht, die in einem hochgetriggert werden, die in einem getriggert werden, das wird dann natürlich so ein bisschen verwässert dadurch. Just for your information, falls ihr es auch häufiger benutzt. Ich muss dir leider die Krawatte abnehmen. So, und auch Phil muss gehen. Am Ende hat mir bei Phil da ein bisschen die Anziehung gefehlt. Ja, und das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Wir gucken aber jetzt gleich noch rein, was in der nächsten Folge passieren wird. Und ich glaube, die nächste Folge wird auf alle Fälle wild. Just be fucking real. You're like fucking fake, to be honest. Ich habe jetzt 3 Männer zum Blind Date eingeladen. Ja, ich konnte mich ehrlich gesagt gar nicht so auf den Inhalt konzentrieren, weil ich nur das Bedürfnis hatte, ihn zu küssen. Überraschung! Jetzt schnell und kräftig lutschen. Keine Ahnung, was passiert. Ich muss dir leider die Krawatte abnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und natürlich auch über euer Feedback in den Kommentaren. Darüber bin ich auch immer sehr dankbar. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns in einer Woche wiedersehen. Und bis dahin sage ich Tschüss.